Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Vierwände-Box von Mo Torres. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Vier Wände von Mo Torres, das Ganze am 2.11. vergangenen Freitag eben erschienen. Leider kam die Box am Freitag und am Samstag nicht bei mir an, sondern erst diese Woche, also gestern Abend, um genau zu sein. Und deshalb freue ich mich, dass ich sie euch, wenn auch mit ein paar Tagen Verspätung, jetzt vorstellen kann. Gut, wir öffnen mal das Ganze, beziehungsweise machen mal die Folie ab und schauen uns das Ganze dann mal im Detail an. So, Folie geht gut ab. Okay, also, so sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine relativ hohe Box. Auf der Vorderseite lesen wir einmal oben Usum Fedel, also das ist das Label, über das das Ganze erschienen ist, das Label von Mo Torres. Präsentiert Mo Torres, vier Wände. Dann haben wir eben diesen hier stehen, in der Mitte einer dunklen Gasse, dürfte wohl Nacht sein, und das Ganze dann hier noch mit diversen Fernsehern gestaltet. Also wir haben hier alte Röhrenfernseher links und rechts gestapelt, okay. Und hier oben haben wir dann noch einen Barcode, alles klar. Ansonsten die Box in weiß gehalten, also es ist hier wirklich nur auf der Vorderseite dieses Element, es ist hier aufgeklebt, ansonsten hier eine relativ schlichte Kartonbox eben in weiß. Der Deckel ist nicht zu klappen, sondern der ist wirklich als Ganzes abnehmbar, von innen ebenfalls weiß. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir haben hier einmal einen Würfelbecher, dazu kommen wir noch. Dann haben wir ein Shirt, das Album an sich, die Instrumentals zum Album. Dann haben wir hier eine EP, und zwar die Köln EP Nummer 2. Dann haben wir hier eine Autogrammkarte. Zwei Postkarten und dann ganz unten haben wir noch etwas, auch wenn es jetzt gerade nicht wirklich raus will. Jawohl, es dürfte ein Poster sein. Sehr gut. Von Inibox, wie gesagt, glatt weiß, auch hier Unterseite. Machen wir mal zur Seite und dann starten wir mal mit dem Boxinhalt. Wie immer mit dem Album, aber davor noch die diversen Sachen aus der Folie holen. Das hier ist relativ gut zu öffnen, hier mit dem Druckverschlussbeutel. Können wir hier rausmachen. Sehr gut. Brauchen wir gar kein Messer. Dann haben wir hier das Shirt, das ist ebenfalls gut zu öffnen. Hier oben. So. Und natürlich das Herzstück, das Album an sich. So. Folie ist ab und wie immer starten wir mit dem Album an sich. So sieht das aus, also das Cover wie auch schon auf der Box. Wir haben es hier zu tun mit einem Standard Jewel Case. Natürlich ein Super Jewel Case. Richtig schön gemacht. Wir haben hier an der Seite Mo Torres vier Wände stehen. Hier lesen wir dasselbe ebenfalls. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Und so haben wir insgesamt 13 Tracks an der Zahl. Wir haben Features von Caspo, Cengiz und Philippe Haitier. Weißmaler, das war oder ist meines Wissens bislang der einzige Track, der wirklich als Single ausgekoppelt wurde. Dazu gab es auch ein schönes Video. Und dann haben wir hier noch die Credits und einen Barcode. Gut, dann schauen wir mal hinein. Letzter Zeit sehr viele Standard-Jewel-Cases gehabt, deswegen irgendwie jetzt schon so dieses Muster drin. Also wie gesagt, Super-Jewel-Case, das edelste Cover, das es so gibt. Dann kommen wir mal zum Booklet. Wir haben hier eine Danksagung, also die ist echt sehr umfangreich. Könnt ihr euch natürlich an dieser Stelle kurz anhalten, das Video, und in Ruhe durchlesen. Jede Menge Leute werden hier irgendwie gegrüßt oder bei diesen Leuten wird sich bedankt.
Dann haben wir hier Aufnahmen von Motoris. Hier in dem Fall gerade ein Volley-Schuss aufs Tor. Hier wird wohl im Käfig gespielt. Und dann haben wir hier die einzelnen Tracks inklusive der Info, wer daran beteiligt war, wer das Ganze produziert hat etc. Und zusätzlich, was mir auch gut gefällt, wir haben hier zu jedem Track, also ich gehe mal davon aus, dass es bei jedem Track dann so sein wird, ein Zitat dabei. Also hier so eine Textzeile, die Motoris wohl rausgesucht hat, die ihm irgendwie für den Track am passendsten oder am besten erschienen ist. Das zieht sich jetzt vom Design hier so weiter. Also hier wirklich pro Seite zwei Tracks mit dabei. Und eben auch pro Track ein Zitat. So sieht das aus. Sehr farbenfrohes Booklet. Jawohl. Liebe deine Stadt. Ja, das tut der Mann in der Tat. Also auf jeden Fall einer der Rapper, der den Lokalpatriotismus, in diesem Fall für die Stadt Köln, sehr hoch hängt. Oder einen sehr hohen Stellenwert in seinen Texten genießt. Und dann haben wir hier zum Abschluss auch noch die Credits zum Album. Gut, Booklet machen wir mal wieder rein. Dann haben wir die Album-CD. Die sieht so aus, also auch hier wieder der gute Mann mit diesen Röhrenfernsehern in dieser Gasse. So sieht das aus. Auf der Rückseite die Röhrenfernseher, in diesem Fall zusammengestapelt, ohne Interpret dazwischen. Dann haben wir die Instrumentals mit dabei, die kommen in einem Digisleeve, in einer Papphülle. Vier Wände Instrumentals, Cover ident wie auch schon das Albumcover. Und dann haben wir hier auch wieder die 13 Tracks. In der Instrumental-Version bedeutet, wir haben hier keinerlei Skits oder irgendwelche Lückenfüller, sondern 13 Tracks machen hier wirklich auch 13 Instrumentals. Gut, die CD sieht dann so aus. Ups, falsch rum. So aus. Und zwar haben wir hier auf der CD dann in dem Fall, das dürfte wohl eine Luftaufnahme bzw. ja, so eine Stadtplanung, so eine Stadtansicht sein von Köln. So sieht das aus. Wie gesagt, in einer Papphülle. Dann haben wir noch eine zweite Papphülle dabei. Und zwar ist das in dem Fall die Köln EP Nummer 2. Und wir haben hier in bester Anlehnung an die Mondlandung den guten Mann Motoris hier mit der Fahne von Köln, wie er hier scheinbar auf dem Mond ist, mit Astronautenanzug. Sehr schön. Das Einzige, was mich hier etwas verwundert, ist, dass das Ganze hier aufgeht. Ich hätte ehrlich gesagt, also ich bin es meistens gewohnt, dass das Ganze rechts aufgeht, aber nicht schlimm, mal was anderes. Auf der Rückseite haben wir dann 5 Tracks an der Zahl. Auch hier nochmal die Infos, wer daran beteiligt war, wer das Ganze produziert hat etc. Also 5 Tracks und wir haben hier Features von Brinks, Cat Ballou und Dan. Okay, also 5 Tracks gibt es nochmal oben drauf. Und die CD sieht dann so aus. In Schwarz, Weiß und Rot. Sehr schön. Meine absolute Lieblingsfarbkombination. Dann haben wir mit dabei 2 Postkarten. Und die sind echt riesig. Also normale Postkarten. Dieses normale Postkartenformat ist deutlich kleiner. Ich glaube A6 ist so eine normale Postkarte. Und das ist doch deutlich größer. Aber wir haben hier wirklich entsprechend die Anschriftsfelder. Bedeutet, hier kann man wirklich Post versenden und wir haben dann hier oben statt der, also wo die Briefmarken dann hinkommen, einmal das Logo, den Schriftzug von Motoris hier und dann haben wir auch hier wieder diese Luftansicht von Köln. Schön. Also du bringst Farbe in die Welt, das ja aus dem Lied Weißmaler und dann haben wir noch das hier, das werden wir dann beim Shirt ebenfalls sehen, das sind so diverse Symbole, die wohl im Leben von Motoris eine Rolle spielen. Gut, dann haben wir mit dabei, bevor wir zum Rest kommen, auch noch ein Poster. So, machen wir das Ganze mal auf. Jawohl, also auch hier nochmal das Albumcover, in diesem Fall im Hochformat. So sieht das aus. Und das Ganze ist aus einem sehr stabilen Material, also für ein Poster echt dickes Papier verwendet worden. Wenn auch die Faltlinien hier etwas deutlicher sind,
weil das Ganze ja doch dann entsprechend in der Box irgendwie relativ häufig gefaltet werden musste, aber ist jetzt für die Optik nicht weiter schlimm. Also kann man auch trotz dieser Knicke, trotz der Faltlinien gut verwenden, meiner Meinung nach. Das Ganze kommt eben im Hochformat und ist einseitig bedruckt, Rückseite blank weiß. Dann haben wir mit dabei einen Würfelbecher. Und zwar haben wir hier drei Würfel dabei. Und diese sind speziell gebrandet, denn wir haben hier statt der 1, so, zeige ich euch mal alle drei, statt der 1 haben wir dann hier ein Mo stehen. Also die 1 hier ersetzt durch Mo. Sehr schön. Also keine 0815 Standardwürfel. Dann haben wir hier noch einen Würfelbecher in Schwarz. Auch hier wieder mit Logo-Aufdruck. Sieht so aus. Und ist innen so grün beschichtet. Also mit so dünnem Stoff. Dass das Ganze natürlich dann etwas dämpft, wenn man dann würfelt. Dass es nicht so rumklappert, so rumschottert. Und zusätzlich dazu haben wir dann auch noch hier eine Anleitung. Und zwar geht es um das Lieblingswürfelspiel von Mo Torres, und zwar Schocken. Beziehungsweise manche kennen es auch nur unter Schock. Wir haben hier im Überblick dann auch noch die Regeln für dieses Würfelspiel, wie das funktioniert. Und hier zum Abschluss steht dann auch noch für weiterreichende Regeln und Spezialvarianten einfach googeln. Also für alle, die mit Schocken nicht vertraut sind, kann man das dann natürlich dann durchlesen. Schön gemacht. Und hier dann auch noch eine Aufnahme von Mo Torres, wie er hier wohl gerade beim Schocken, beim Würfeln ist. Gut, laut seiner Aussage möchte er ja, dass Schocken neben Fußball zum Volkssport Nummer 2 wird. Dann haben wir ebenfalls mit dabei eine Autogrammkarte, quadratisch. Hier haben wir auch wieder Mo Torres auf den Fernsehern sitzend. Hier lesen wir dann Mo Torres. Und wir haben auf der Rückseite dann noch etwas. In einem Interview wurde gesagt, dass die Rückseite wirklich exklusiv für die Boxkäufer ist. Deswegen habe ich jetzt nochmal zur Sicherheit nachgesehen. Nicht, dass ich da jetzt irgendwelche Geheimcodes oder irgendwelche Nummern verrate. Aber in diesem Fall handelt es sich, soweit ich es beurteilen kann, um eine Danksagung. Und die möchte ich hoffe, Mo Torres verzeiht mir das, gerne mit euch teilen. Also, hier lesen wir. Zeit, Danke zu sagen. Danke, dass du mich unterstützt und dir mit diesem Bundle mehr als nur ein Stück Musik zugelegt hast. Das ehrt mich brutal. Ich hoffe, dir gefällt das Album und auch die Köln EP 2. Sag dir zu. Smiley. Deine Meinung zu 4 Wände kannst du mir als Boxbesteller exklusiv per Mail an deinemeinung@motorres.de zukommen lassen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Also nochmal vielen, vielen Dank für all deinen Support, dein Mo. Das finde ich auch sehr nett gemacht. Also hier nochmal so eine persönlichere Komponente dem Ganzen zu geben. Und eben nicht nur so eine schlichte Autogrammkarte, wie man das kennt, sondern wirklich auch hier mit dieser persönlichen Widmung bzw. Danksagung. Gut, also Feedback-Mail wird es von mir keines geben. Dafür eben dieses Unboxing hier. Ich hoffe, das ist ausreichend. Dann haben wir ein Shirt als letzten Boxinhalt mit dabei. Und zwar haben wir hier auf der Brust einmal den Mo-Schriftzug, dann hier so 4 Zeilen, 4 Balken. Und dann haben wir hier wieder diese Elemente, die wir auch schon auf dieser einen Postkarte hatten. Also hier, daher kennen wir die. Und ja, das ist natürlich jetzt Interpretationssache, was das genau sein soll. Das dürften wohl hier die 4 Wände bzw. so seine Heimat, weil hier ist auch noch ein Dach dabei, symbolisieren. Das dürfte Mo Torres darstellen. 24/7, ja, sein Leben, seine Arbeit, eine Uhr, die Zeit. Also ist natürlich dann immer Interpretationssache, was man da hinein interpretieren möchte. Neckprint haben wir keinen. Allerdings haben wir etwas, was ich bei solchen Shirts noch nie gesehen habe. Und zwar haben wir hier auf den Ärmeln so eine kleine Beifügung, so ein angenähtes weißes Stoffelement. Sehr interessant. Also um irgendwie den Oberarm vielleicht nochmal etwas besser in Szene zu setzen. Vielleicht irgendwie, dass mehr Blicke auf sich zieht. Also ich hoffe, euer Oberarm ist wohl trainiert und kommt in diesem Shirt dann entsprechend zur Geltung.
Wir haben es zu tun mit einem, okay, auch wenn hier etwas fehlt, aber wir haben es hier zu tun mit einem Gilden Activewear, und zwar haben wir 100% Baumwolle made in Bangladesch in Größe L. Ja, made in Bangladesch, Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an, wie das aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das schwarze Shirt mit dem weißen Aufdruck auf der Brust, hier der Mo-Schriftzug und die weißen Linien. In der Mitte dann diese weißen Elemente, diese einzelnen Symbole. Und an den Ärmeln an der Seite haben wir dann auch noch hier diese weißen Stoffelemente. Zusätzlich kann man auf jeden Fall tragen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in der Größe L, dann dieser Würfelbecher inklusive drei Würfel und Spielanleitung. Eine Autogrammkarte, in diesem Fall quadratisch, original unterschrieben. Ein Poster, einseitig bedruckt im Hochformat. Dann haben wir zwei Postkarten mit dabei. Die Köln EP Nummer 2. Die Instrumentals zum Album und natürlich das Album an sich im Super Jewel Case. Das alles in dieser wunderbaren Box, vier Wände von Motores. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Motores unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.